Hallo, es gibt nach gefühlt ewiger Zeit endlich mal wieder ein Classic Friday und es liegt nicht daran, dass ich keine Lust mehr auf dieses Konzept gehabt hätte oder es vergessen hätte oder ähnliches. Tatsächlich lief einfach nur alles nicht so wie geplant, denn das letzte Buch, das ich euch im Rahmen dieses Videoformats zeigen wollte, war tatsächlich Deutschstunde von Siegfried Lenz. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt in irgendeinem Video, habe ich dieses Buch hier unterbrochen. Ich würde nicht mal sagen abgebrochen, weil ich es irgendwann nochmal damit versuchen möchte, aber zumindest unterbrochen. Und dementsprechend konnte ich dazu einfach keinen Classic Friday drehen. Also wenn es jetzt ein Buch gewesen wäre, das mir einfach aus irgendwelchen Gründen nicht gefallen hätte, hätte ich euch vermutlich trotzdem ein Video dazu gedreht, weil es ja nicht darum geht, euch nur Klassiker zu zeigen, die ich toll finde, sondern auch mal welche, die mich vielleicht nicht so überzeugt haben. Aber da ich glaube, dass bei dem Buch einfach der Zeitpunkt total falsch war, wollte ich kein negatives Video drüber drehen, nur um dann irgendwann festzustellen, dass ich das Buch eigentlich gar nicht so schlecht finde. Dementsprechend, ja, ist dieser Classic Friday ausgefallen. Und dann habe ich ein bisschen überlegt, was ich denn als nächstes lesen möchte, war da nicht so ganz entschlossen sozusagen und habe mich letztendlich für dieses Buch hier entschieden, und zwar Kaltblütig von Truman Capote, was ein eher, ja, moderner Klassiker ist, denn es erschien im Jahr 1965, so, ich wusste nur noch, es war irgendwann während der 60er Jahre, es erschien 1965, ist aber schon allein aus dem Grund ein Klassiker, da Capote, ich glaube, ich habe gerade wieder Capote gesagt und es ist verkehrt, da Capote mit diesem Buch ein neues Genre geschaffen hat, und zwar den Tatsachenroman sozusagen. Also man könnte kaltblütig in, was das Genre betrifft, vielleicht beispielsweise mit den Thrillern von Michael Sokos vergleichen, der ja jetzt zwei True Crime Thriller rausgebracht hat. Ich glaube, so hat er sie genannt, nämlich Thriller, die sich mit wahren Fällen beschäftigen und wo er eben dann noch so ein bisschen was dazu dichtet sozusagen, wobei in kaltblütig gar nichts dazu gedichtet wird. Also es beruht einfach auf Tatsachen, auf einem wahren Fall. Capote hat tatsächlich gemeinsam mit Harper Lee übrigens, die euch vielleicht bekannt ist durch Wer die Nachtigall stört, dort an diesem Ort, wo es passiert ist, recherchiert, konnte irgendwann auch mit den Tätern sprechen. Dementsprechend Tatsachen. Man kann jetzt vielleicht nicht davon ausgehen, dass alle Dialoge exakt in diesen Worten so geführt wurden, aber inhaltlich mit Sicherheit. Worum geht es in Kaltblütig, das ich übrigens vom Kein und Aber Verlag besitze, mit diesem wunderschönen türkisen Buchschnitt? Es gibt Kaltblütig als verschiedene Ausgaben aus verschiedenen Verlagen, aber die hier hat mir einfach am besten gefallen. Das ist nur mal so als kurzer Kommentar dazu. In Kaltblütig geht es eben um einen Mordfall. Die Familie Clutter wird ermordet. Das heißt, Mutter, Vater, Tochter und Sohn, die beiden haben noch zwei weitere Kinder, die allerdings schon ausgezogen sind, sind Farmer im Süden der USA, dort in dem Ort, in der kleinen Ortschaft, wo sie leben, recht bekannt und sehr beliebt, sind keine reichen Leute, aber verdienen doch ganz gut mit ihrer Landwirtschaft und allem. Und ja, eines Tages werden sie ermordet und keiner versteht wieso, weil diese Familie eben keinerlei Feinde hat, weil ja man keine Erklärung dafür hat, was dabei passiert sein könnte. Und natürlich ist die gesamte Gemeinschaft sehr erschüttert, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass die Täter entkommen konnten und sie nicht wissen, ob ihnen vielleicht in naher Zukunft das Gleiche passieren könnte. Dabei ist das Buch aus zwei Perspektiven geschrieben. Wir haben einmal die Perspektive dieser Ortschaft sozusagen, das heißt einmal des ermittelnden Polizeibeamten. Wir haben Aussagen von verschiedenen Menschen, die dort leben. Anfangs auch die Sichtweise der Familie, wobei wir da eine Art allwissenden Erzähler haben. Also wir haben an keinem Punkt die Ich-Perspektive, sondern alles wird von oben betrachtet. Und die andere Perspektive ist die der Täter, die danach eben auf der Flucht sind, was sie tun, wie sie sich miteinander unterhalten, wie es dazu kommt, dass sie gefasst werden. Denn, und das muss man ganz klar sagen, wir wissen von Anfang an, wer die Täter sind. Die Motive entfalten sich erst mit der Zeit, aber wir wissen, wer die Täter sind. Wir wissen auch, dass die Täter gefasst werden. Also in dem Sinne kann man keine Spannung erwarten, die man vielleicht bei einem Thriller hätte. Also wer könnte der Täter sein?
wie hat sich das Ganze entwickelt, was sind deren Motive, wird der Täter gefasst, wird er nicht gefasst, das fällt weg. Es ist eher vielleicht vergleichbar mit Columbo, falls ihr das schon mal geschaut habt. Bei Columbo weiß man von Anfang an, wer der Täter ist, und es geht darum, wie Columbo ihm auf die Spur kommt, auf welche Art und Weise. Das unterscheidet dieses Buch schon von Thriller beispielsweise. Man kann es auch nicht als Thriller bezeichnen, nur weil ich es mit Michael Zukos verglichen habe. Capote selbst, obwohl er ja im Grunde der Erzähler ist, da er diesen Fall recherchiert hat, tritt zu keinem Zeitpunkt in Erscheinung, mir hat gerade das Wort gefehlt, sondern er lässt eben die anderen Personen sprechen und entspinnt in Romanform sozusagen die gesamte Geschichte. Ich fand, dass das Ganze zwischendurch mal Längen hatte, auf die ich hätte verzichten können. Also dadurch, dass natürlich bis zu einem gewissen Grad die Spannung fehlt, klar ist es jetzt nicht so, dass man irgendwie von Ereignis zu Ereignis liest, dass man Cliffhanger am Ende der Kapitel hat und sowas, darum geht es mir auch gar nicht. Aber insbesondere was die Perspektive der Täter betrifft, fand ich es manchmal deutlich zu detailreich. Also mit Sicherheit wurde das Ganze sehr gut recherchiert, das muss man auch anerkennen, wie das alles so für uns da zusammengestellt werden konnte, aber mir war es manchmal wirklich zu viel, zu detailreich. Ich hätte nicht jeden einzelnen Schritt dieser Täter kennen müssen, ich hätte auch nicht die vielen Schritte und Aussagen um diese Familie unbedingt kennen müssen. Das war mir manchmal ein bisschen zu weitschweifig, also das Ganze hat um die 500 Seiten und ich finde schon, dass man das ein bisschen kürzer hätte erzählen können. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, das ganze Ding hat 200 Seiten oder ähnliches zu viel. Es war einfach nur teilweise ein wenig zu ausführlich für meinen Geschmack. Nichtsdestotrotz wirklich gut geschrieben, interessant geschrieben und ich finde, man liest es einfach nochmal völlig anders, wenn man weiß, dass all das so wirklich passiert ist. Denn der Nervenkitzel besteht dann in dem Fall nicht aus irgendwelchen gewalttätigen Beschreibungen oder Szenen, sondern besteht darin, dass man denkt, okay, diese Menschen gab es wirklich, sie haben wirklich diese Familie umgebracht aus den und den Gründen, die ich euch natürlich jetzt hier nicht ausbreiten werde. Und was auch sehr, sehr interessant war, war eben wirklich, wie sie es geschafft haben, diesen Tätern auf die Schliche zu kommen. Weil man am Anfang denkt, es ist unmöglich, sie zu fassen. Es gibt keine Verbindung, es gibt kein offensichtliches Motiv. Wie sollen sie es jemals schaffen, diese Täter zu fassen? Und genau das fand ich sehr, sehr interessant. Und wie gesagt, eben auch die Tatsache, dass damit ein eigenes Genre geschaffen wurde. Ich kann euch kaltblütig dementsprechend wirklich empfehlen. Wie gesagt, ab und zu hat man so kleine Längen, was aber vielleicht wirklich daran liegt, dass es vom Aufbau her, dass man da seine Erwartungen anpassen muss. Also, dass es eben wirklich in leisen Schritten vorangeht und nicht mit irgendwelchen actiongeladenen Szenen, denn so kann das Leben sein, muss es aber nicht und ist es in diesem Fall auch nicht. Und man muss ja auch bedenken, dass zur damaligen Zeit noch nicht dieselbe Effekthascherei und derselbe Blutrausch geherrscht hat, den wir heute haben. Zumindest habe ich oft das Gefühl, dass man sich da mit immer größeren Grausamkeiten übertreffen muss. Das war damals einfach nicht so. Kaltblütig hat mir wirklich gut gefallen. Es war mein zweites Buch, das ich von Truman Capote gelesen habe. Das erste war Sommerdiebe. Das ist allerdings schon eine ganze Weile her. Ich kann mich kaum daran erinnern und würde es gerne nochmal lesen. Das zweite war Frühstück bei Tiffany's. Also er hat sozusagen das Buch zum Film geschrieben. Also das Buch war zuerst da, dann kam der Film. Und jetzt eben Kaltblütig und ich möchte definitiv mehr von ihm lesen. Möchte auch auf jeden Fall eine Biografie von ihm lesen, weil er zur damaligen Zeit schon wirklich eine enorm, naja, man kann fast nicht sagen schillernde Figur war, weil er durch Drogenkonsum, Alkohol, durch ja schwierige persönliche Probleme auch sehr, sehr dunkle Zeiten hatte, aber er war eben in der damaligen Szene unter den Intellektuellen, unter den glamourösen Menschen sehr, sehr bekannt und auch recht beliebt, dementsprechend auch selbst eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit. Also ich möchte auf jeden Fall eine Biografie von ihm lesen. Ich kann euch kaltblütig definitiv ans Herz legen. Wie gesagt, erwartet keine großen Action-Szenen, erwartet keine Cliffhanger, jegliche ja eben Effekthascherei, sondern es wird wirklich dieser Fall beschrieben, aber eben auch nicht zu trocken, dadurch, dass immer wieder verschiedene Personen zu Wort kommen und die Geschichte von allen Seiten beleuchtet wird. Für mich ein lohnenswertes Buch. Es hat 4 von 5 Sternen bekommen.
wie gesagt, hat den Autor für mich nochmal interessanter gemacht und ist auf jeden Fall ein moderner Klassiker, den man sich mal anschauen sollte. Das Buch wurde ja auch verfilmt. Ja, mal gucken. Irgendwann werde ich mir die Verfilmung sicherlich anschauen, aber jetzt wahrscheinlich nicht direkt, nachdem ich das Buch gelesen habe, weil dann kann der Film dem Ganzen immer kaum standhalten. Ich freue mich, dass ich da wieder einen guten Thriller für mich Thriller, einen guten Klassiker für mich ausgewählt habe und bin gespannt, welcher als nächstes folgen wird und hoffe, dass die Pause zwischen den Classic Fridays diesmal nicht so lang werden wird. Wie immer freue ich mich auf eure Kommentare. Habt ihr Kaltblütig schon gelesen? Habt ihr irgendwas von Truman Capote schon gelesen? Den Film Frühstück bei Tiffany's haben wahrscheinlich viele von uns schon gesehen. Da kann ich euch das Buch übrigens auch ans Herz legen. Also es ist ziemlich schmal, aber ich finde, es lässt sich auch gut lesen, wenn man den Film schon gesehen hat. Oftmals kann ich es nicht, den Film zuerst zu gucken und dann das Buch zu lesen, weil es so viel wegnimmt. Aber das Buch in sich hat auch eine sehr, sehr besondere Stimmung, muss ich sagen. Ja, genug gequatscht über dieses Buch. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!